Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, mir liegt ein Thema am Herzen, das vielleicht den oder die eine oder andere von euch auch schon beschäftigt hat. Und zwar, sorry, dass ich jetzt hier die Kamera so ein bisschen bewegen muss, aber irgendwie klappt das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, also nochmal. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und mein Thema heute ist, was macht man, was mache ich, was kannst du vielleicht auch machen, wenn andere Menschen dich ständig mit schlechten Nachrichten versorgen? Also es gibt ja so Nachrichtenkanäle, die verbreiten ziemlich schlechte Nachrichten. Die sind ziemlich darauf aus, ja, eigentlich alles, was zukünftig passieren kann, in den bösesten Farben schon mal darzustellen. Und irgendwann mag ich das gar nicht mehr hören. Dann denke ich mir so, ja, natürlich kann die Zukunft ganz böse und bitter sein, aber ich lebe ja eh nur jetzt. Also, was kann ich machen, um diese Nachrichten ja erstens nicht so an mich herankommen zu lassen oder auch die entsprechenden Absender, ohne sie richtig boshaft anzumachen, dazu aufzufordern, diese Nachrichten eben nicht mehr zu senden. So, und mir fällt nichts anderes ein, als meine Hand aufs Herz-Technik nochmal zu bemühen, auch zu diesem Thema. Und so frage ich, und ich frage mein Herz, und ich frage meine innere Weisheit, was ist der beste Weg, um Menschen, die mich mit schlechten Nachrichten versorgen, täglich versorgen, diese Versorgung auszureden? Ja, erstmal kommt die Antwort, du musst sie denen nicht ausreden. Okay. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, was mache ich denn sonst, um diese Nachrichtenflut zu stoppen? Okay, die Antwort ist, du hast schon darauf hingewiesen, du hast die betreffenden Personen schon darauf hingewiesen und du bittest einfach nochmal freundlich darum, es doch jetzt zu lassen und einzusehen, dass du mit derartigen Nachrichten nicht mehr versorgt werden möchtest. Okay, und ich entscheide mich jetzt, sage ich jetzt, diese Handlung zu vollziehen und diese Ansage an die entsprechenden Menschen rauszugeben, tatsächlich auch schon über dieses Video. Also du weißt wahrscheinlich, wer gemeint ist. Es geht an mehrere Menschen raus. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann darfst du gerne die Versorgung mit schlechten Nachrichten mir gegenüber ab sofort einstellen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, warum will ich das überhaupt? Warum will ich nicht informiert sein? Warum will ich nicht wissen, was alles womöglich geplant ist? Weil es mir damit, ich frage mal mein Herz, ich würde erstmal aus dem Verstand heraus sagen, weil es mir meinen Tag überhaupt nicht verschönt, weil es mich nicht glücklicher macht, weil es mich nicht leichter macht, weil es mich eventuell sogar handlungsunfähiger macht. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, was passiert, wenn ich mich mit diesen negativen Nachrichten zuballern lasse? Ja, genau, deine Stimmung geht in den Keller und dein Auftrag ist ja, Freude zu vermitteln. Das haben wir oder habe ich ja in mehreren Videos jetzt zum Besten gegeben herausgearbeitet.
Ja, und das mit der Freude klappt nicht, wenn meine Laune durch solche Nachrichten ewig im Keller ist. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, aber verpasse ich nicht irgendetwas? Nein, du verpasst niemals die Realität. Du verpasst niemals das Jetzt. Mir will dazu gerade was anderes ein. Stellt euch mal vor, mir passiert es immer wieder, in Zeiten der Wetter-Apps, dass ich statt aus dem Fenster zu gucken, auf die App gucke, wie das Wetter ist und wird. Ja, und dann kann es sein, dass diese, ich sag mal jetzt etwas despektierlich, diese dumme App mir falsches Wetter voraussagt. So ist es heute passiert. Die App hat Gewitter angesagt und aufgrund dieser App habe ich es nicht gewagt, mir das vorzunehmen, was ich eigentlich vorhatte. Das war nicht schlimm, aber es ist irgendwie spooky. Also, bleibe, heißt es für mich, lieber in der Realität. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Ist die Realität das, was im Handy gezeigt wird? Nein, die Realität ist weder das, was im Handy gezeigt wird, noch das, was im Fernsehen läuft, noch das, was in der Zeitung steht. Was ist denn die Realität? Ja, mein Herz wieder. Mein Herz hat manchmal so eine leicht ironische Haltung und sagt mir, Carola, das weißt du doch. Die Wirklichkeit, die Realität ist für jeden Menschen die eigene Realität. Es gibt niemals eine Realität, das gibt es nicht. Und von daher lebst du in deiner Realität und der Versender von schlechten Nachrichten, der lebt in seiner Realität. Und derjenige, der ewig auf die Wetter-App guckt, der lebt auch in seiner Realität, also in der Realität der Wetter-App scheinbar. Von daher mein Tipp, bleib mehr bei dir, bleib mehr im Herzen und frag öfter mal dein Herz, was eigentlich im Moment angesagt ist und um was du dich kümmern musst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, alles Liebe, bis dann, ciao, ciao.